Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Spannende Dinge sind passiert, denn wir haben hier auf Bali unser erstes eigenes Projekt gestartet. Und da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Das heißt, wir zeigen euch ein paar Einblicke von den ersten Tagen, ob das Ganze überhaupt funktioniert hat und so weiter. Das können wir jetzt schon sagen. Beziehungsweise, das siehst du am Ende des Videos. Es sind jetzt exakt 10 Tage rum. Das heißt, wir sind gestartet am 18. und jetzt haben wir den 28. Mai und wir können tatsächlich auch schon erste Zahlen präsentieren. Warum und weshalb, das erfährst du am Ende vom Video, warum wir das überhaupt gemacht haben. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei den ersten Einblicken bei uns aus unserer Projektgründung. So, jetzt haben wir ein bisschen Stress, liebe Leute. Da wir das schon eingerichtet haben, also besser gesagt schon online gestellt haben, das Hotel, und wir eigentlich erst am 20. öffnen wollten, haben wir vergessen, die vorigen Tage zu blocken. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es halt so, es war 45 Minuten online und die ersten Gäste haben gebucht und tatsächlich für heute. Gestern also für heute gebucht und das war gestern so spät, dass wir gestern nichts mehr regeln konnten. Jetzt muss ich losfahren mit dem lieben Kalik und wir müssen noch Kühlschränke kaufen, weil auf jedes Zimmer kommt ein Kühlschrank, ein Flachbildfernseher und ein Wasserspender. Das müssen wir jetzt noch kaufen fahren. Da nehme ich euch auf jeden Fall mal mit. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal hinfahren und dann kaufen wir den ganzen Kladderadatsch. Wir mussten noch erstmal ins Hotel gehen, bevor wir jetzt losfahren können. Alle hier in riesen Aufbruchstimmung, auf Ruhe, sind nämlich am Reinigen und so weiter. Ich zeig schon mal ein bisschen was. Aber der Rundgang kommt dann noch hier vom ganzen Hotel. Zeige ich auch noch mal alles. Aber hier ist so schön. Ist mega. Ja, jetzt sind die auf jeden Fall hier und reinigen jetzt alles. Dann wird der Boden noch mal gereinigt. Die Küche wird noch mal ganz rund gereinigt. Es ist vorher leider immer alles so ein bisschen untergegangen. Und ja, wir möchten das natürlich in einem gewissen Standard halt hier haben, das Restaurant. Von der Reinigung. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. So, vermutlich hast du es schon erraten. Wir haben ein Airbnb eröffnet. Das heißt, wir haben ein Gasthaus hier gemietet. Und nicht nur das, sondern dazu auch noch gleichzeitig ein Restaurant gemietet. Das gehört beides zusammen. Ist ein großes Objekt und das haben wir uns gemietet. Und ja, werden das jetzt über Airbnb vertreiben. Warum haben wir das Ganze überhaupt gemacht? Ganz einfach zu erklären eigentlich, denn wir sind Investoren hier auf Bali. Das heißt, wir haben ein Investorenvisum und bei diesem Investorenvisum muss man natürlich auch in irgendwas investieren. Und wir haben halt gesagt, okay, wir interessieren uns sowieso viel für Immobilien. Immobilien sind ein schönes Einkommen, so für nebenbei. Und da wir ja natürlich auch eine Community haben, nämlich grenzenlos, gerne mal auschecken, haben wir natürlich gesagt, machen wir jetzt erstmal Proof of Work. Die meisten Leute da draußen kennen mich, ich bin keiner, der groß rumlabert, sondern wenn ich was sage, dann beweise ich es auch. Das heißt, wir wollten natürlich einmal zeigen, dass das Ganze funktioniert, um dann die Möglichkeit unseren Community-Mitgliedern natürlich zu gewährleisten oder zu ermöglichen, besser gesagt. Das heißt, wenn du auch mal Bock hast, in eine Auslandsimmobilie oder in verschiedene Auslandsprojekte sozusagen zu investieren oder daran teilzuhaben, dann sollten wir uns auf jeden Fall unbedingt mal kennenlernen. Dann geh unbedingt mal auf grenzenlos.io und buch ein Erstgespräch. Dann kannst du bei uns in unsere Community kommen. Da ist ein All-in-One-Paket, das Investorenpaket gehört einfach dazu. Dann kannst du ganz bequem auch in solche Projekte investieren. Und wenn du jetzt noch weiter dran bleibst, du siehst noch ein paar Einblicke aus unseren ersten Tagen, dann erfährst du auf jeden Fall, wie unsere ersten Zahlen aussehen. Auf jeden Fall kannst du da gespannt sein. Wo sind wir jetzt hingefahren? Erster Schockmoment. Laden wir zu, wo wir angekommen sind. Der macht erst um 10 auf. Müssen wir hier noch warten. Wir haben gerade eben die Tore aufgeschoben. Wie gesagt, wir brauchen... Also einmal haben wir schon gekauft. Einen Fernseher, einen Kühlschrank und einen Wasserspender. Jetzt müssen wir das Ganze noch zweimal kaufen. Also zwei Fernseher, zwei Kühlschränke, zwei Wasserspender. Ja, das ist hier so ein einheimischer Elektroladen. Übelst günstig. Ich zeige euch das gleich, wenn ich die Sachen gleich mitnehme und dann eben die, was das kostet. Das ist echt, das glaubt ihr nicht. Wirklich krass. Die diskutieren da.
Warte, ich zeige euch mal in der Zeit, was wir kaufen. Also die werden im Kühlschrank ausgestattet hier. Das ist eigentlich ein ganz schönes Ding. Na, hier mit Gefrierfach und so weiter. Wir wollten erst den kaufen, den kleinen. Und dann habe ich die ganze Zeit immer gesagt, ja, kaufen wir den. Und dann gucke ich da drunter, der kostet halt nur ein ganz bisschen mehr, also 6 Euro mehr. Und ist halt doppelt so groß. Und dann haben wir... Das ist voll hier. Hier so ein Wasserspender. Da kommt dann unten so eine riesen Gallone rein. Und dann macht er heiß und kalt und so weiter. Wir noch eine Mikrowelle kaufen, weil der Chefkoch gesagt hat, er braucht noch eine mit einem Grill, weil wir da keinen haben. Also wir haben nicht so einen Salamander, nennt sich das. Wer das kennt aus der Gastronomie, das haben wir halt da nicht. Gibt es auch hier schwer, deswegen eben so eine Mikrowelle mit Grill. Ein Fernseher noch. Zwei Mixer, zwei Blender. Moment. Den Fernseher. Ja, den hier. Das ist ein Sharp. Aber die haben leider die Schilder weggenommen. Letztes Mal gab es hier Schilder. Dieses Google TV und so. Also das ist halt YouTube, Netflix, Android und alles drauf. Google TV. Also wie hier. Also diese Sachen sind da alle bei. 5 Jahre Garantie. Richtig krass. Und jetzt mal gucken, was wir bezahlen. Wie gesagt, zwei Fernseher, zwei Kühlschränke, zwei Wasserspender, eine Mikrowelle und zwei Mixer. Bin mal gespannt, was gleich kosten wird. Wir sind hier gerade am Diskutieren wegen Rabatt, weil wir so viel kaufen. Und dann nehmen wir das gleich alles mit im Wagen. Hoffentlich passt das auch alles rein. Jetzt haben wir das erste eingeladen. Wir kriegen heute nur einen Kühlschrank mit. Den Rest lassen wir liefern. Also, wir haben jetzt zwei Mixer, zwei Kühlschränke, zwei Wasserspender, zwei Fernseher und eine Mikrowelle und einen Toaster. Das alles für 1000 Euro. Und doch keine schlechten Sachen. Also, ja, schauen wir mal. Ich zeige es dann eh nochmal, wenn es dann aufgebaut ist. So, es ist jetzt schon wesentlich weiter vorangeschritten. Wir haben jetzt hier, kann ich eigentlich schon mal zeigen. Hier ist jetzt noch nicht ganz fertig. Hier haben wir jetzt zwar schon das Bett aufgebaut und so weiter, ne? Also es ist halt auch schön hier, die Unterkunft, weil die hat halt auch einen schönen Ausblick. Gefällt mir wirklich gut. Ne? Hier dann die Terrasse. Ne? Hier kann man dann schön sitzen, hat hier schön den Ausblick. Dann den Pool direkt davor, ne? Den sieht man hier so halb. Hier sind die Räume ein bisschen größer, hier haben wir nämlich noch eine Küche sozusagen mit drin. Wir wissen das aber noch nicht genau, wie wir es machen. Ich denke mal, dass wir das hier wegreißen, weil wir dann hier den Kühlschrank hinpacken. Wir haben ja einen größeren gekauft, also der geht dann denke ich mal auf bis hier. Und dann kommt hier der Wasserspender nochmal hin. Kann ich gleich nochmal zeigen, wenn ich in eine andere Bude gehe. Weil ich denke, dass wir hier nur so eine Kochnische machen, um Kleinigkeiten zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich möchte, dass hier wirklich gekocht wird. So, dann haben wir hier das Badezimmer. Ja, so. Ist alles auch neu. Na, hier. Badewanne, Regenwalddusche. Und dann auch den schönen Ausblick hier. Den Ausblick finde ich auch wirklich. Ist okay. Ist jetzt. Schon schön, ne? Ja. So, hier kommt man dann nach oben. Dann hat man dann hier halt den Ausblick auf den Pool. Und natürlich den. Ja, eigentlich so den ganzen Naturblick hier. Hier ist noch ein Arbeiter von uns. Kann man dann noch den Garten sehen. Hier wollen wir auch noch eine Outdoor-Kitchen machen, also Outdoor-Küche. Hier dann noch so ein Außenbereich, da ist unser Tempel. Und da wollen wir dann noch so ein Chill-Bereich machen, dass man halt eben draußen arbeiten kann. Und mit so ein paar Liegen und so weiter, dass man sich da hinschälen kann. Und dann gehen wir mal rein. Na, hier ist halt auch Bett.
Deswegen heißt das hier auch Mandalas Villa, wegen den Mandalas. Hier machen wir noch Fenster hin. Das habe ich gesagt, gefällt mir nicht. Da möchte ich halt Fenster haben, da und da, dass man halt auch noch mal den schönen View hat. Außerdem wird es dadurch noch mal ein bisschen heller. Es ist hier schon noch ein bisschen dunkel. Hier kommt dann auch noch mal eine Kochnische hin. Das ist jetzt ein bisschen anders wie unten. Hier kann man die Fenster zum Beispiel gar nicht aufmachen. Das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm, weil ich dann sage, okay, dann kommt hier auch wirklich nichts zum Kochen hin. Dafür kommt hier dann eben auch noch mal so ein Kühlschrank, so eine kleine Kochecke hin, kann ja eine Mikrowelle hin oder sowas. Ne? Badezimmer ist identisch, die sind alle gleich. Na, hier noch mal auch mit dem schönen Ausblick. Wenn du in der Badewanne liegst, dann siehst du hier nur grün und Kokosnüsse. Ja. Diese Badewanne sind übrigens richtig cool. In Deutschland nicht bezahlbar. Hier geht das alles. Ja, sehr cool auf jeden Fall, denke ich mal. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Besonders interessant ist ja, weil ich wundern, dass ich, also ich schiele nicht. Die Kamera ist da, aber ich gucke mich immer selber an im Bildschirm, deswegen gucke ich nicht dahin. Nervt mich schon selber irgendwie ein bisschen. Wir gehen jetzt mal in eine kleinere Unterkunft. Die sind dann aber auch schon fertig. Weil wir sind jetzt eigentlich bei dem, die wir jetzt gelistet haben, bei Airbnb, sind jetzt sozusagen verbucht. Also heute kommen, also wir haben jetzt insgesamt 6 Gäste hier. Also die Tage jetzt ist auch alles voll schon. Das hätten wir tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so gut läuft, dass das so schnell geht. Genau. Sind wir natürlich total happy drüber. Aber jetzt sind wir halt ein bisschen im Stress, weil wir einfach das schon alles fertig machen mussten dann letztendlich. So, ach so, ich wollte das ja zeigen. Nochmal von unten. Unten ist einmal ein Apartment, das, die sind beide jetzt schon vermietet. Und jetzt gehen wir nach oben. Die sind nämlich noch nicht vermietet und die Gäste, die dahin kommen, die kommen jetzt nämlich gleich. Gehen wir nämlich mal hoch, weil die hier sind nämlich wirklich identisch, außer dass oben der Ausblick natürlich schöner ist und natürlich die Terrasse wesentlich größer ist. Na, hier, schaut mal, das ist eine Terrasse, hier die andere. Und hier haben wir dann jetzt eben auch was abgeschlossen. Bett. Ja, hier mit den Fenstern. So möchte ich das haben drüben, was ich eben gesagt habe, dass wir dann diese Fenster da haben. Ist einfach ein bisschen mehr Licht dann. Gut, Klimaanlage ist sowieso überall drin, ist klar. Dann haben wir hier brandneue Kühlschränke reingemacht. Hatte ich ja schon gezeigt beim Kaufen, ne? Hier. So. So, ich musste gerade abbrechen, das kamen gerade dann die Gäste. Ich sagte doch so, gleich kommen die Gäste. Da musste ich natürlich ausmachen, das gehört sich ja natürlich nicht, dann darum zu filmen, wenn die Gäste gerade kommen. Schaut mal übrigens, was für ein geiles Wetter noch ist. Die Farben. Mega. Ja, also habt ihr jetzt so ein bisschen gesehen. Kann ich nochmal hier am Restaurant zeigen. Hier nochmal reinigen lassen. Den Boden. Der war schon an manchen Stellen schon relativ schwarz. Na, hier kommen jetzt die Tische dann wieder hin. Das steht jetzt alles da draußen gerade. Tresen und so weiter. Jetzt müssen wir noch einige Sachen noch besorgen. Nochmal eine neue Kaffeemaschine und so weiter. Ja. Also ist schon wirklich nice. Ja, Gäste haben eben auf jeden Fall gesagt, dass sie es mega schön finden. Also sie gerade reingekommen sind, meinte sie schon so, boah, krass. Ja, es ist schon schön, der Ausblick alleine auch. Wir haben uns natürlich schon ein bisschen satt gesehen, muss man ja sagen. Ach, was heißt satt gesehen nicht? Eigentlich sieht man immer noch, dass es wunderschön ist. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn man so den ersten Blick hat, dann ist es schon mega krass. Ja, nachher machen wir Probeessen hier nochmal für unser Restaurant. Denn wir machen ja hier morgens halt ganz normal Frühstück. Immer halt mit Vorbestellung, damit wir halt nichts wegschmeißen müssen. Das müssen dann die Gäste immer einen Tag vorher bestellen, was sie dann halt am nächsten Tag haben wollen. Damit wir, wie gesagt, halt nichts wegschmeißen müssen und so weiter. Wir wollen halt so ein bisschen nachhaltig machen, das Ganze hier. Und abends dann gibt es Hotpot. Hotpot Korean Barbecue. Und das machen wir heute Abend das erste Mal Probeessen.
Dann waren wir auch gespannt, wie das Ganze dann wird. Ob es denn so ist, wie wir uns das vorstellen, oder ob wir da noch mal ein bisschen was ändern müssen. So, heute wichtiger Tag. Heute kommt der Priester, deswegen habe ich hier auch so was auf und hier so unser Sarong an. Heute wird das Hotel und das Restaurant gesegnet. Da sind wir natürlich dabei, logisch, als Inhaber. Und wird irgendwie hinten am Tempel stattfinden. Mal gucken, wie viel ich filmen kann oder darf. Werde ich das natürlich mal machen. Sehr cool auf jeden Fall. Freuen wir uns drauf. Und schaut mal, Daria, die sieht auch richtig hübsch aus. Kadek. Und Daria. Na Schatz, schick dich so aus, ne, in deiner Tracht. Ja, ich bin im Rock, ne? Selten. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Bin gespannt. So ist unser eigener Tempel hier. Und hier werden jetzt die Offerings hingepackt, also die Opfergaben. So, wir sind fertig. Den Rest konnte ich leider nicht filmen. Wurde dann halt noch hier gebetet. Bisschen mit Räucherstäbchen, die stehen da auch noch. Okay. Da hat jeder dann so seine Blüten drin. Und dann wird man die hinter die Ohren gesteckt. Ja, ganz cool auf jeden Fall, ne? Interessant. Ja, dann wird Reis hier auf die Stirn, also dann wird man mit Wasser beträufelt, dann wird Reis auf die Stirn geklebt und hier in die Mitte. Dann werden bei mir ist runtergefallen. Ja, dann werden drei Stück gegessen und der Rest wird der Natur geschenkt. Ja. So, jetzt hast du ein paar Einblicke bekommen. Ich hoffe, das Video hat dir soweit gefallen. Wie versprochen möchte ich dir jetzt aber noch ein paar Zahlen nennen zu unserem Projekt. Ich kann nicht zu viel verraten zu den Zahlen, weil das natürlich so ein bisschen intern ist für unsere Grenzenlos-Community. Aber ich versuche natürlich so offen und ehrlich zu sein, wie es nur möglich ist, ohne jetzt eben genau in die detaillierten Zahlen zu gehen. Also, wir haben am 18. Mai das Ganze online gestellt. Leider haben wir vergessen, das Ganze zu blocken. Wir wollten eigentlich am 1. Juni starten. Jetzt ist es nun mal so, dass wir dann innerhalb von 45 Minuten die ersten Buchungen bekommen haben. Und es ist tatsächlich Stand jetzt so 10 Tage später, dass wir in dem Mai mit 4 Zimmern, die wir online haben, wir haben insgesamt ja 6 Zimmer, und 4 sind gelistet auf Airbnb und die sind komplett im Mai ausverkauft. Mit diesen paar Tagen im Mai sind wir auch komplett Return of Investment. Das heißt, die Miete ist komplett bezahlt und auch die Mitarbeiter sind komplett bezahlt. Unser Investment für die Renovierungen und so weiter, das haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Es geht rein um die monatlichen Fixkosten. Damit sind wir Return of Investment. Wir planen ungefähr so in 6 Monaten mit unserem Investment, was weniger wie 10.000 Euro waren, also das ist das Gesamtinvestment, was wir hatten an Renovierungskosten und so weiter, also weniger wie 10.000 Euro, planen wir eigentlich in 6 Monaten komplett Break-Even zu sein. Wahrscheinlich wird es aber eher sein. Jetzt sieht es so aus, dass wir, wie gesagt, wir haben gestartet mit 2 Zimmern, die waren sofort dann ausgebucht, dann hatten wir das dritte gelistet, auch sofort ausgebucht. Ihr seht ja, ihr habt ja im Video gesehen, dass wir unterwegs waren, nochmal schnell Kühlschränke kaufen mussten und so weiter. Mittlerweile sind 4 Zimmer halt komplett fertig und die sind halt wie gesagt komplett ausgebucht im Mai. Im Juni sind wir schon zu roundabout 70% ausgebucht. Im Juli sieht es genauso aus und im August auch. Das heißt, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind so fast jeden Monat eigentlich auf Break-Even, was die Fixkosten anbelangt. Und jetzt kommt's, das Restaurant hat noch gar nicht gestartet. Das heißt, wir haben ja immer noch das Frühstücksbuffet für den, also das Frühstücksmenü für die Gäste und natürlich aber auch für Walk-ins, also für Leute, die von außen kommen. Das ist noch gar nicht mit in der Rechnung mit einbegriffen. Das heißt, da kommt natürlich auch nochmal Geld on top obendrauf.
Und wir haben noch zwei Zimmer in petto, die wir gerade noch am Renovieren sind, die wir in den nächsten Tagen noch dazu listen werden. Da haben wir aber auch schon Anfragen für eine Person, die 6 Monate bleiben möchte, eine Person, die einen Monat bleiben möchte und dann eben noch Freunde von uns, die auch kommen. Und ja, wir müssen natürlich auch immer hier und da für die Community mal ein bisschen Platz frei halten, falls die uns besuchen wollen. Aber Fazit, hat sich das Ganze gelohnt? Auf jeden Fall. Mit wirklich wenig Geld konnten wir jetzt hier ein Airbnb gründen, also besser gesagt ein Gasthaus gründen, ein Lokal gründen und das Ganze funktioniert wirklich hervorragend. Das heißt, wir sind schon mit dem Gasthaus annähernd Return of Investment und mit dem Lokal werden wir dann zusätzlich noch gutes Geld verdienen. Bis jetzt haben wir durch die Gäste eine super Rezension bekommen, was das Essen anbelangt. Ich denke, wir werden auf jeden Fall positiv in die richtige Richtung gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wir sind super stolz darauf und wir werden euch auf dem Weg weiterhin auf jeden Fall mitnehmen. Ab jetzt, wenn das Video online ist, werden wir natürlich auch auf Instagram skm-björn, ich blende es hier kurz ein, könnt ihr mir folgen. Da könnt ihr euch das Ganze natürlich auch live mit anschauen. Wir werden immer mehr natürlich zeigen von unserem Weg. Und grenzenlos.io unbedingt auschecken, wenn du auch mal bei sowas dabei sein möchtest. Denn wir planen jetzt schon mit der Community weitere Projekte, in die wir investieren möchten, was wir als nächstes eröffnen möchten. Denn wir haben schon tolle Angebote vorliegen und da kann natürlich auch dran partizipiert werden. Und wenn du darauf Bock hast, dann sollten wir uns auf jeden Fall unbedingt kennenlernen. Das war's hier mit dem Video. Ist ein bisschen länger geworden. Sorry dafür, aber war auch einiges zu erzählen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Video.